Also Kinder, immer eure Pilze aufessen, dann werdet ihr auch so groß und kräftig wie Jorgensen und tut am Arsch der Welt irgendwie was ausgraben. Ich weiß gar nicht, was der hier macht. Was macht denn der hier? Okay. Tu, was du nicht lassen kannst. Oh, der wohnt neben Ghoul. Da ist der Ghoul, der One-Hit. Endlich wird auch Zeit. So. Was ist denn das hier? Mal. Jorgensen. Wo zur Hölle treibt der sich denn rum? Was gibt's hier unten? Oha. Hundenschwert. Das hätte ich fast übersehen. Runenschwert, Bastardschwert, 64 Klingenschaden. Das ist sogar schlechter wie mein Dingsschwert. Dieses geschmiedete Obsidianschwert. Irgendwie sind die ganzen Sachen, die ich mir selber gemacht habe, ziemlich geil. Was ja einerseits schön ist, dass es nicht umsonst war, das zu lernen, aber andererseits freut man sich über den Loot nicht so. Weil ich weiß nicht, hier am Arsch der Welt, dann wäre ich hier mal vorbeigekommen. Hier gibt's nichts zu holen. Ach, guck mal da. Borsti. Steinplatte. Schön. Und ein Pilz. Ich hab mich verlaufen, Mama. Aber Pilze gibt's scheinbar überall viele. Jetzt komme ich wieder bei Doig raus. Hockt der eigentlich immer noch hier rum? Ey, du Depp. Immer komm wieder. Du bist Freund. Ja, das ist schön. Freue mich, dass wir Freunde sind, aber irgendwie hat's nicht so viel mit. Haben wir bis jetzt noch nicht so viel miteinander machen können. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass der mir vielleicht noch irgendwann helfen kann. Aber andererseits auch nicht. Ja. So, ich guck mal, was bei den anderen Ogern geht. Vielleicht sind die jetzt meine Freunde. Ich bezweifle es zwar stark, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich und verlaufen, das kann doch gar nicht sein. Na? Okay, keine Freunde. Oha. Oh, ich kann's blocken. Einen davon zumindest. Naja, wenn man sie mal hat, dann hat man sie wirklich. Oh, schön daneben gehauen. Wow, okay, und wenn der einen hat, dann hat er einen auch wirklich. Drei Schläge. Yo. Hat er sowas? Wisst ihr was für Dark Souls? Shit. Ja, auf jeden Fall, da oben müsste irgendwo mal ein Tempel kommen. Nach den Jungs hier. Na, schön. Weil einer nicht schwer genug ist. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah!
Hm, so ging es relativ einfach. Jetzt aber mal speichern. Also, zurückspringen, Schlag aufladen, reinknallen. Und nochmal von vorne. Nochmal von vorn. Geht doch. Oh, was haben wir hier? Oh, der Seelentrinker. Der hört sich doch nach einem dicken Schwert an. Hoffentlich ist der ein bisschen cooler. Weil die Teile sind ja echt auch am Arsch der Welt, ne? Ich weiß, also die zwei Oger, die kriegt man wirklich, wirklich ist relativ spät kaputt. Und wenn man die so hin kaputt kriegt. Oh. Zwei Oger reichen wohl nicht. Jo, ist mal dran vorbeigefahren an dem Typ. Hallo. Hey, du Eierkopf. Wo bist du? Aber die Taktik funktioniert. Die machen aber übrigens komische Geräusche, wenn sie am Angreifen sind. Dann hören sie sich an wie Aschenbestien. Ah, da hätte ich auch von der anderen Seite herkommen können. Da hätte ich auch durch das Banditenlager gehen können. Dann hätte ich nicht komplett außen rumlaufen müssen. Ach, guck mal hier, jede Menge Skorpione. Ah, die sind ja mittlerweile auch nicht mehr so hart. Kann ich mal stehen bleiben? Bei ihm falsch. Gerade im Moment zerlege ich einfach alles. So macht ein Spiel Spaß. Alles komplett zerlegen. Autsch. Da ist noch eine. So, ein Haufen Rüsseltiere sind hier natürlich unterwegs. Da knallen wir gleich mal eins weg. Gegen die funktioniert die Taktik auch. Wenn sie angreifen, nach hinten springen und Schlag aufladen. Ich glaube, das ist die ultimative Taktik einfach gegen alles. Ach, da ist ja noch ein Skorpion, sogar noch mehrere. Egal, was du machst. Oh, yeah. Oh, yeah.
Kann er mich noch so anrülpsen. Jetzt am Schluss, da kriegt man natürlich dann alle Sachen noch. Smaragd. Alles eingetütet. Na, ist ja auch nochmal so ein Rüsseltier. Das ist eine Aschenbestie, oder? Vielleicht so eine untote Aschenbestie wieder. Kann auch sein. Oh, das sind aber viele. Das hat sich gelohnt. Wenn die hier einen Teleporter hätten, das wäre ganz geil. Dann könnte ich mir nämlich den Seelentrinker zusammen basteln. Mittlerweile geht es echt ganz gut. Okay, da waren keine Krieger dabei. Oh, jawohl, tatsächlich ein Teleporterstein. Perfekt. So stelle ich mir das vor. Ich loot noch schnell hier die ganzen Truhen und das ganze andere Zeug. Und dann kann ich schnell den Seelentrinker zusammenstellen, weil ich befürchte, dass der auch nicht so geil sein wird. Und nochmal von vorne. Geschafft. Oh, der Verwandte Aschenbestie. Könnte ich auch mal eine benutzen? Das ist bestimmt ganz geil. Ah, hier bin ich doch mal durchgesprungen am Anfang. Ja, ja. Okay. Der Teleport, den ich gerade eingesammelt habe. Östliche Vulkangrotte. Würde es der sein? Teleportersteine, Weltkarte, Questkarte. Warum zeigt es das mir denn nicht mehr an? Okay. Egal. Wo könnte denn mir noch jemand das beibringen mit Schwertern? Auf, ich muss mir jetzt hier einen Seelentrinker zusammenbauen. Oh, wobei, ich kann aber... Okay, wir haben wieder den Bug, dass ich, wenn ich durch die Türe laufe, oben auf dem Dach lande. Was gibt's hier? Gutes? Nö, Quatsch, auch schlecht. Oh, was haben wir hier? Feuerball plus 2, Frost plus 2. Soll ich das mal machen? Kann ich dann Magie einsetzen? Ich mach's einfach mal. Gute Arbeit. Ist ja witzig. Kann ich jetzt echt Magie einsetzen? Ja! Ist ja irre. Ich kann jetzt Feuerbälle rumballern. So, die Pilze fliegen raus. Der Scheiß fliegt auch raus. Magiegeschosse und was machen wir noch? Feuerball oder Frost? Ich finde Frost eigentlich fast interessant. Ach komm, Licht kann auch weg, dann machen wir Feuerball auch noch rein. Oh, so ein Feuerball. Ah, sieh mal an. Unser Held. Was willst du denn diesmal? Zeig. Der hat auch nichts Neues, ne?
Oh, doch ein Schild. Zeig. 8, 8, 8, 8, 8. Und was kann mein Schild? 2, 2, 4. Okay, das ist schlechter. Einige schlechter. Ring eines Magiers Akrobatik. Okay, ich verstehe nicht. So, ich muss jetzt kurz warten, bis der sein Zeug hier gemacht hat. Auf geht's, Oskar, sonst muss ich dich noch wegbrutzeln. Oskar. Oskar, geh jetzt da weg. Pass auf, was du anfasst. Ja. Erzähl mir doch keine Scheiße. Ich kann es immer noch nicht benutzen. Geh da weg. Er benutzt es halt wieder. Macht das in der Mitte von der ich Nacht hoffe, auch noch. Ich hoffe, du weißt, wie du dich in einem fremden Haus zu benehmen hast. Nein, macht er nicht tatsächlich. Seelentrinker. Sieht cool aus. Ist mega der dicke Flammberg. Hat aber irgendwie keine Spitze. Ah, jetzt schon. Ist das jetzt das Schwert? Sieht gut aus. 75 Schaden. Meins macht natürlich 90. Ein uraltes Schwert aus längst vergessener Zeit. Sieht cool aus. Macht aber nicht so viel. Jo, schade. Dann schlafe ich mal wieder bis morgens und dann teleportiere ich mich wieder in den Tempel rein. Wobei da innen drin ist ja auch relativ dunkel ist. Das heißt, es macht eigentlich gar nicht so viel Unterschied, ob ich jetzt da tags oder nachts reinwandere. Aber ich kann jetzt ballern. Ich hoffe mal, dass der richtige ist. Ich habe den zwar davon gefunden, aber ich gehe mal davon aus, dass es der richtige ist. So. Warum zeigt es mir das eigentlich nicht mehr an? Doch da. Hä? Priestergrab, es muss doch hier eins sein. Ah ja, da. Das ist eine Aschenbestie davor. Das ist die, die hier so rumrotzt. Okay. Der erste Schlag verkackt. Aber erwischt. Ein Edelstein. Ja, hier. Knallt weg. Boom.
So, was muss ich hier drin verprügeln? Jo, kommt am besten alle. Euch habe ich Bock. What? What? Die haben mich angelogen mit einem großen Schlag. Oh oh. Ich bin tot. Mit dem kann ich anscheinend durch den Block. Nein. So, dann okay, dann machen wir was Neues. Ich baller mal mit Magie. Naja. War jetzt ja so semi-erfolgreich. Ja, ich finde schön, dass wenn ich nach hinten springe, ich nur die Decke sehe. Die sind so bescheuert. Das muss bei allen funktionieren, nicht bei einigen. Okay. Anzünden war eine richtig schlechte Idee. Das hat richtig nicht funktioniert. Puh, die Elite-Krieger sind echt ganz schön stressig. Okay, bei einigen. Deswegen heißen die vielleicht auch Elite-Krieger, dass sie es nicht so ganz einfach wegstecken. Oder nicht ganz so einfach weggeballert werden. Das mag sein, okay. Ich gebe es zu. Ich habe mich wieder zu Unrecht aufgeregt. Warum liegen hier eigentlich so viele Fackeln rum? Nein, ich will da nicht hin. Bin ich da schon wieder eine Aschenbestie? Wo sind denn die Gräber so riesig? Was wollten die hier eigentlich alles vergraben? Das ist eine Falle. Das war ja relativ einfach zu sehen. So soll ich da trotzdem runter. Ich speichere mal. Aha. Wer bist du? Auf jeden Fall, hier ist was vergraben. Da lässt sich einfach immer Zeit. Oh, was haben wir hier? Titanenschwinge, zwei Handschwert. Endlich mal. Ein Schwert. Das was kann.
Benötigt 100 Stärke. Der Zahn der Zeit scheint spurlos an diesem Meisterwerk der Spielekunst vorbeigezogen zu sein. Easy. Easy. Mega den Prügel gefunden. So muss das. Zum Glück bin ich hier runtergesprungen. So, hat jemand ein Problem? Das hat sich gelohnt. Eine Spitzhacke. Dieser Stein sieht brüchig aus. Erstmal hinklopfen. So ein bisschen wie... Alter, ah, ja, ist ein magisches Portal. Wie macht man's weg? Ja, ich hab da so Zauberspruch. Hallo, Leute. Ne? Funktioniert gut. Aber wie bin ich jetzt hierher gekommen? Und warum? Und was macht die Mana-Pflanze hier? Die wächst wohl gern im Dunkeln. Ah. Verdammt. Diese Fallen sind auch echt gefährlich. Hier. Wenn man da nicht an die Decke guckt, dann sieht man die gar nicht. Na, wobei doch, am Boden könnte man sehen. Ja gut, da gehe ich einfach außen rum. Kann man ja auch machen. Mal als Nautilus durch müssen. Blubberts. Da ist noch eine Aschenbestie. Okay, jetzt bin ich wieder am Anfang. Oh shit. Da konnte ich mich auf meinen Jesus-Move nicht verlassen. Ist hier auch eine brüchige Wand? Nee, ne? Okay, das hat nicht gereicht. Das heißt, die brauchen noch eine zweite. Oh, da kann ich was lesen.